Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen isländischen Fall für euch und zu diesem Fall gibt es auch eine Doku auf Netflix. Ich habe kein Netflix, aber ich werde euch den Film auf jeden Fall am Ende nochmal nennen, falls ihr Interesse habt und dann da nochmal reingucken wollt. Und vorab muss ich auch bei diesem Fall wieder sagen, es sind isländische Namen und ich wusste bisher nicht, dass die isländische Sprache so kompliziert ist. Also ich wusste gar nicht, dass die Buchstaben da auch anders aussehen. Und deswegen hatte ich entsprechend wieder meine Probleme mit den Namen. Ich werde sie auch wieder deutsch aussprechen. Ich hatte den einen Namen nachgeguckt, den anderen auch, aber zu dem anderen Namen hatte ich nicht wirklich was gefunden. Ich kann euch das gerne einmal einspielen, wie man es eigentlich ausspricht. Das muss ungefähr so sein, so gulmündisch. Ich sage einfach Gudmundur und Gajafinur, weil so heißen eben die Person, um die es jetzt gleich gehen wird. Gudmundur Einarsson, ein im Jahr 1974 18-jähriger Isländer, wollte in der Nacht vom 26. Januar 1974 vom Gemeindehaus in Hafenfjord zurück zu seinem Haus gehen, das etwa 10 Kilometer von Hafenfjord entfernt lag. Hafenfjord ist eine isländische Stadt im Südwesten Islands mit heute knapp 30.000 Einwohnern. Im Jahr 1974 waren es 10.000 Einwohner. Er hatte zuvor einen geselligen Abend mit Freunden verbracht und war deshalb bereits leicht angetrunken. Draußen herrschten eisige Temperaturen und es war eine recht stürmische Nacht, aber er wollte unbedingt zu Fuß nach Hause gehen. Gudmundur kam in dieser Nacht nie zu Hause an. Zuletzt wurde er wohl von einem Autofahrer gesehen, dem er vors Auto getorkelt war und man hatte ihn fast angefahren. Seitdem fehlt jede Spur von Gudmundur und groß angelegte Suchaktionen hatten auch keine Spuren von ihm finden können. 19. November 1974, knapp 10 Monate später. Zu diesem Zeitpunkt erhielt Gajafinur Einarsson, ein 32-jähriger isländischer Bauarbeiter, zu Hause einen Anruf. Gudmundur und Gajafinur sind weder verwandt noch kannten sie sich, obwohl beide ja den gleichen Nachnamen, also Einarsson, trugen. Also anscheinend ist das Zufall. Gajafinur erhielt also einen Anruf und daraufhin fuhr er zum Hafencafé in Keflavik, was nicht weit von seinem Haus entfernt lag. Wohin er danach ging, ist bis heute unklar. Nach einigen Tagen fand man sein Auto noch immer bei dem Hafencafé stehend und der Schlüssel steckte noch immer in der Zündung. Von ihm fehlte jede Spur. Eine große Suchaktion rund um den Hafen wurde gestartet. Am Ende fand man allerdings, genau wie bei Gudmundur, keine einzige Spur. Nach kurzer Zeit wurde eine Morduntersuchung eingeleitet, da man ein Verbrechen nun nicht mehr ausschließen konnte. Die Orte, an denen die Männer jeweils verschwanden, lagen etwa 30 Kilometer voneinander entfernt und die Polizei ging recht schnell davon aus, dass beide Fälle miteinander zusammenhingen. Die Männer sollen laut Annahme der isländischen Polizei beide zu Tode geprügelt und vergraben worden sein. Wie genau die Polizei darauf gekommen ist, kann ich euch leider nicht sagen, denn dazu habe ich im Internet komischerweise keine Informationen gefunden. Am 13. Dezember 1975 wurde die 20-jährige Isländerin Erla Bolladottir wegen einer eher harmlosen Tat festgenommen. Sie hatte scheinbar gemeinsam mit ihrem polnischen Freund Sewa Sisilski Geld unterschlagen. Die beiden hatten zu dem Zeitpunkt eine gerade mal 11 Wochen alte Tochter. Aus irgendeinem Grund kam die Polizei plötzlich darauf, sie auch im Fall des Verschwindens von Gudmundur genauer unter die Lupe zu nehmen und man verhörte sie. Am Ende zeigte man Erla ein Foto von Gudmundur und laut der Polizei gab sie zu, ihn zu kennen. Für lange Verhöre hatte Erla ihrer eigenen Aussage nach allerdings zu der Zeit keine Kraft, da sie noch von der Geburt ihrer Tochter zu sehr geschwächt war und unbedingt nach Hause wollte, um sich eben etwas zu erholen. Um die Beamten also zufriedenzustellen und freigelassen zu werden, hat sie damals den Polizisten von einem angeblichen Albtraum berichtet, den sie in der Nacht von Gudmundurs Verschwinden gehabt hatte,
indem sie scheinbar Stimmen von ihrem Freund Sever und einigen seiner Freunde unter ihrem Schlafzimmerfenster gehört haben soll. Und damit wollte sie eben erklären, warum das Foto von Gudmundur ihr bekannt vorkam. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war leider auch nicht so ausführlich im Internet dargestellt, weil ich es irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Aussage irgendwie recht merkwürdig und frage mich dann genau, was die Polizei daran zufriedenstellen soll, also was sie sich da jetzt genau von erhofft hat. Weil es ist ja klar, dass die Polizei dann nicht davon ausgeht, dass das die Wahrheit ist und dass das der Polizei wahrscheinlich doch etwas merkwürdig vorkam. Die Polizisten waren sich also sicher, dass sie das Ganze wohl nicht geträumt haben kann und dass das wohl in der Realität passiert sein muss. Man nahm sie also nochmal genauer unter die Lupe und stellte ihr weitere Fragen. In den folgenden Tagen wurde sie teilweise bis zu 10 Stunden befragt, wobei sie immer wieder verschiedene Aussagen machte und auch immer wieder unterschiedliche Leute beschuldigte. Also, dass das Ganze ein Traum war, hatte sie wohl mittlerweile wieder abgeändert in andere Versionen. Aber so richtig konkrete Aussagen hat sie wohl nicht gemacht. Es war wohl eher immer so wischiwaschi und ja, also so richtig was kam dann nicht mehr raus. Die von ihr Beschuldigten kamen dann auch zeitweilig in Haft, wurden aber mangels Beweisen nach einigen Monaten jeweils wieder alle freigelassen. Eine Weile später gab es 5 neue Verdächtige, darunter auch Erlas Freund Sever, die nach ihrer Verhaftung ins Gefängnis von Reykjavik kamen, also die ganzen Verdächtigen. Auch bei diesen Verdächtigen gab es keine konkreten Hinweise und vielmehr wurden sie aufgrund der Tatsache festgenommen, dass alle einer gemeinsamen Gruppe angehörten, das heißt, sie haben alle Drogen konsumiert, Rockmusik gehört und waren damals eher so ein bisschen, ja, die Außenseiterschicht von der Gesellschaft und deshalb entsprachen sie in den Augen der Polizei gleich Kriminellen und ja, also man ist sehr mit Vorurteilen an die ganze Sache rangenommen und wollte eigentlich auch möglichst schnell irgendjemanden finden, den man für die Verschwinden der beiden Männer damals verantwortlich machen konnte. Später gab es dann auch noch Anschuldigungen gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten und damaligen Justizminister Ólafur Jóhannesson, der Kontakte zur isländischen Mafia gehabt haben soll und auch in Alkoholschmuggel verwickelt war. Und einigen Gerüchten nach hatte der ältere der beiden vermissten Männer, also Geirfinnur, auch etwas mit Alkoholschmuggel zu tun gehabt, weshalb man eben einen Zusammenhang vermutete. Schon bald wurde auch ein deutscher Kommissar mit in die Polizeiarbeit involviert, da die isländische Polizei mit ihren Ermittlungen nicht mehr wirklich weiterkam und eben ja, Hilfe von außen benötigte. Es wurden Teile der Innenausstattung eines bei den angeblichen Morden genutzten VW-Käfers, ein Messer, sowie Kleidung der Verdächtigen und Blutproben untersucht, um eventuell Spuren der vermissten Person zu finden. Es war jedoch erfolglos und man fand nichts Verdächtiges und auch dazu habe ich leider nichts im Internet gefunden, also wie man jetzt auf diesen VW-Käfer kam, weil mich das echt interessiert hätte. Vielleicht gibt es da noch einiges auf Isländisch, also wenn jemand von euch Isländisch kann, denke ich mal, dann sollte euch der Fall auch schon irgendwas gesagt haben, aber es ist glaube ich unwahrscheinlich, dass unter euch Isländer sind, aber wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Im Februar 1977 gab Justizminister Ólafur Jóhannesson bekannt, dass die Verdächtigen gestanden hätten und die Ermittlungen damit abgeschlossen seien und er sagte, die Nation sei von einem Albtraum befreit. Später allerdings gestanden alle, sie hätten all das nur gesagt, um weiteren Foltermethoden zu entkommen. Denn während sie befragt wurden, folterte man sie tatsächlich regelmäßig. Man stellte sie unter Schlafentzug, gab ihnen Drogen und schikanierte sie, bis alle schließlich unterschiedliche Geständnisse ablegten, die danach auch immer wieder geändert wurden und auch in sich überhaupt nicht stimmig waren. Letztendlich hatten aber alle ein Schuldgeständnis unterschrieben und im März 1977 wurden sie zu Haftstrafen von 12 Monaten bis zu 17 Jahren verurteilt. Erla Bolladottir wurde wegen Falschaussagen zu 3 Jahren verurteilt, da sie mit ihren Aussagen ja am Anfang unter anderem ihren Halbbruder und andere Männer
fälschlicherweise belastet hatte. Über 20 Jahre später, 1998, kritisierte der damalige Ministerpräsident David Odson die Ermittlungen im Fall der beiden vermissten Männer Gudmundur und Gaia Finur und die Verurteilungen der vermeintlichen Täter, da er das Ganze für falsch hielt und auch sagte, dass man die Geständnisse der Person ja überhaupt nicht ernst nehmen konnte, da sie ja unter Foltermethoden sozusagen ausgesagt haben. Und die Polizei hat ja eigentlich sie so lange gefoltert, bis sie auch irgendwas gesagt haben. Dann haben diese Geständnisse ja wirklich gar keinen Wert mehr. Er sagte, er habe den Fall intensiv studiert und ist sicher, dass bei den Ermittlungen schwere Fehler gemacht wurden. Seine Forderung allerdings, den Fall erneut zu prüfen, wurde abgelehnt. Inzwischen glaubten die meisten Isländer auch, dass die angeblich Schuldigen zu Unrecht verurteilt worden sind. Erlas Freund Sævar wurde 1984 aus der Haft entlassen und zog daraufhin nach Dänemark, wo er jahrelang als Obdachloser lebte und 2011 in Kopenhagen wohl tödlich verunglückt sein soll. Ein anderer der Inhaftierten starb im Jahr 2009 an Krebs. 2011 wurde der ganze Fall, insbesondere die Schuldsprüche, noch einmal genau untersucht und man war sich einig, dass die Befragungen damals unter wirklich unmenschlichen Bedingungen stattfanden und dass die Aussagen überhaupt nicht gewichtet hätten dürfen sollen. Ein Professor für Psychiatrie hatte sich mit dem Fall dann auch noch befasst und bestätigte, dass es bei so krassen Foltermethoden wie Schlafentzug zu Verzerrungen der Erinnerung kommen kann und dass die Befragten natürlich zudem auch unter riesengroßen Druck standen. Ende 2016 meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, er habe am 20. November 1974, am Tag nach Gaia Finurs Verschwinden, drei Männer in Keflavik in ein Boot einsteigen sehen. Einer der Männer habe einen sehr geschwächten Eindruck gemacht. Zwei der Männer seien später alleine zurückgekommen, worauf man schloss, dass diese beiden unbekannten Männer zumindest etwas mit Gaia Finurs Tod zu tun haben müssten. Am 27. September 2018 wurden die Schuldsprüche der fünf Männer dann auch endlich aufgehoben und die isländische Regierung entschuldigte sich bei den Männern und den Familien. Sævar und ein anderer Mann, hatte ich euch ja eben schon erzählt, waren ja zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben und hatten so auch nichts mehr davon mitbekommen, dass der Schuldspruch gegen sie letztendlich doch wieder aufgehoben wurde. Die Verurteilung von Erla wegen Falschaussagen wurde allerdings nicht aufgehoben. Im Oktober 2019 wurden neue Ermittlungen zu den beiden Vermissten gestartet und im Januar 2020 erklärte die isländische Regierung, dass an die fünf Freigesprochenen oder ihre Familienmitglieder Entschädigungen in Höhe von insgesamt 815 Millionen isländischen Kronen, was umgerechnet etwa rund 6 Millionen Euro sind, gezahlt werden würde. Ja, und das war somit auch der Fall. Er bleibt leider bis heute ungelöst. Ja, wie gesagt, leider die Informationen im Internet auf Deutsch und Englisch waren recht dünn. Also wie gesagt, auf Isländisch, in einem isländischen Browser findet man vielleicht oder auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu, weil ich mich ehrlich gesagt von Anfang an gefragt habe, wie die Polizei darauf kommt, dass die Fälle zusammenhängen. Klar, also in Island oder auf Island gibt es bis heute sehr wenig Kriminalität, aber keine Ahnung, nur weil die beiden den gleichen Nachnamen hatten, was ja wahrscheinlich wirklich Zufall war. Also laut der Polizei gibt es zwischen den Männern keinen Zusammenhang. Okay, ich sage das nochmal aus dem Off, weil das, glaube ich, ein bisschen verwirrend sonst ist. Also natürlich vermutet die Polizei einen Zusammenhang in den beiden Fällen, eben dass es beides Mordfälle waren, die irgendwie zusammenhängen. Aber in dem Sinne jetzt vom Nachnamen her, weil ja beide den gleichen Nachnamen hatten, da gibt es anscheinend erstmal so keinen Zusammenhang. Also die sind nicht verwandt und haben sie scheinbar auch nicht gekannt. Frage ich mich eben, warum man dann darauf schließt, dass das wirklich beides, ja, Mordfälle sind, die dann auch noch zusammenhängen. Zudem waren die beiden Orte, wo das passiert ist, wo die Männer verschwunden sind, ja auch 30 Kilometer auseinander. Und bei dem ersten Mann, der verschwunden ist, der 18-jährige Gudmundur, kann ich mir wirklich gut vorstellen,
dass der eben, ja, weil er auch schon angetrunken war, dann in einer stürmischen Nacht nach Hause geht. Und man kennt ja Island, da sind ja, glaube ich, auch so viel so Gletscherspalten oder ja, so felsige Landschaft. Kann ich mir gut vorstellen, dass man dann da auch mal irgendwo abrutscht und verunglückt. Und klar sagt man dann vielleicht, ja, man hätte ihn finden müssen. Aber ich denke mal schon, dass das auch sein kann, dass er irgendwo eben verunglückt ist, wo man ihn nicht hätte finden können. Man weiß ja auch nicht, wo er dann noch hingelaufen ist. Vielleicht hat er ja auch irgendwie die Richtung geändert und ist gar nicht mehr zu seinem Nachhause gegangen, weil er eben so betrunken war. Ja, und zu dem zweiten Mann, der verschwunden ist, da kann ja, also da hört es sich für mich auch so an, als ob da eher ein Verbrechen hintersteckt. Das kann ja auch wirklich gut möglich sein. Auch gerade mit dieser Zeugenaussage, die wirklich erst vor ein paar Jahren reinkam, dass man drei Männer mit einem Boot gesehen hatte und dann nur zwei wieder zurückgekommen sind. Und da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass es sich dabei um ein Verbrechen gehandelt hat. Aber ja, letztendlich weiß man ja bis heute nicht zu 100%, ob die ja, verurteilt worden sind, wirklich unschuldig sind. Aber andererseits gibt es auch keine Beweise, dass sie schuldig waren. Also das finde ich schon krass, dieser Fall. Auch wenn denen jetzt Entschädigung gezahlt wurde, irgendwie kann man ja doch nicht das gut machen, was man den Leuten angetan hat. Ich meine, Sever und der eine, die waren ja schon tot. Ich habe übrigens jetzt bewusst die ganzen Namen nicht genannt, weil ich glaube, das hätte euch mega verwirrt. Also ich habe ja nur den Namen von Sever und von Erla, also von der Freundin von ihm genannt. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei dem Fall mitgekommen. Ich bin gespannt, was ihr über den Fall denkt, ob ihr auch schon mal von dem Fall gehört habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Mystery wieder.